Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Kingdom Hearts Spiel. Und zwar zu Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Ist das Remake übrigens von Chain of Memories. Deswegen das Re, falls ihr euch immer gefragt habt, warum das Re davor. Aber ja, es liegt lediglich daran, dass das ja ein Remake von einem Game Boy Advance Spiel ist. Und dieses Kingdom Hearts ist auch das erste Kingdom Hearts, das ich jemals gespielt habe. Zwar die Game Advance Version, aber, ne, ihr wisst ja, was ich meine. Es ist übrigens auch die wunderschöne 1.5 plus 2.5 Final, ne, warte, HD Remix Version für die PS4. Das heißt, freut euch darauf. Und ja, es ist ein bisschen anders als Kingdom Hearts 1, aber es spielt direkt nach Kingdom Hearts 1. Falls ihr euch an die Elden Ring Cutscene erinnert, solltet ihr hier sofort einen Anklang finden. Also dann starten wir. Weiß ich nicht, ob ich auf Profi spielen will. Theoretisch kann ich auf Profi spielen. Chain of Memories sollte ich packen. Oh, ich hoffe, ich bereue das nicht. Machen wir. Aus. Yes. Das war ein schöner Throwback zu Kingdom Hearts 1, oder? Finde ich schon. Und das ist übrigens die Ending-Cutscene.
Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we can afford the king. The king? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? 'Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends. They're here. Yep. Guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh, no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm. I had the exact same feeling. Gorge, maybe it's contagious. No, no, something's screwy. We gotta go take a look. All right. What? Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! That's it. Who are you? I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him.
What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew, or to claim anew only to lose. Come on, let's go. Kartellen statt statt Traverse. Hm, kennen wir doch. Und jetzt sieht man schon mal einen ziemlich starken Kontrast. Die Cutscenes sehen wesentlich schlechter aus als ich überspringe das jetzt einfach mal. Die Cutscenes sehen wesentlich schlechter aus als das Spiel selber. Ich mache erstmal weiter und danach werde ich erstmal ein bisschen noch erklären. Wir haben genug Zeit zu bereden in diesem Spiel, glaubt mir. Glaubt mir, genießt die Cutscenes, die ihr habt. Hm. Hier sind wir falsch. Das ist die Stadt Traverse. Das ist nicht die Realität. Immer mit seinem Teleporttrick. Hör auf damit! Diese Stadt ist eine Illusion, die deinen Erinnerungen dieser Karte entstammt. Wie bitte? Vergiss das jetzt, Sora! Donald und Goofy sind weg! Donald! Goofy! Hey, wo seid ihr? Was hast du gemacht? Sie sind nun der Gnade der Karten ausgeliefert. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Stärke? Oh fuck, was ist jetzt los? Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Wenn dir deine Freunde also am Herzen liegen, hebst du sie stets auf. Yay! Wir haben eine Karte! Aufgehobene Karten kommen vorne in dein Kartenset. Spielst du sie aus, kommen deine Freunde zur Hilfe geeilt. Donald. Yeah! Donald! Nice! Du hast dich getroffen! Das war nicht effektiv. Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Ob nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Yep, wir können springen und ausweichen. Yay! Cool. Denke zuerst selbst nach. Bewegen, dann Karte ausspielen. Okay. Ja! Friss das! Jetzt weißt du, wie du mit deiner Stärke umgehst. Verliere dabei aber nie deinen Gegner aus den Augen. Mal sehen, ob du mich fangen kannst. Was soll das hier? Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht deine Karte. Verbrauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Fuck. Aber es gibt Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind und ich zeige dir wie. Okay. Und ja. Das
das Spiel ist ein Echtzeitkartenspiel. Sehr interessant. Es gibt viele Leute, die das tatsächlich nicht mögen. Ich bin einer der Leute, die es mögen. Siehst du, du hast keine Karten mehr und somit keine Kraft. Willst du deine Kraft zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir die Karten zurück und voilà. Ja, wir können jetzt einfach hier einmal machen. Aber dafür müssen wir dann zweimal diesen Balken füllen, wenn wir nochmal Karten rufen wollen. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückwünschen. Aber mit jedem Mal brauchen die Karten länger, um zurückzukehren. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Benutze sie weise. Sehe den Kampfverlauf voraus und wähle die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set ausspielen. Okay. So. Ich kann relativ easy ja durchswitchen. Ja. Die vier verschiedenen Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Um Karten aus der anderen Kategorie zu verwenden. Oh, nice, Touchpen. Neat. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Wenn du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt aber bei dir. Vergiss das nicht. Ja, ja, ist okay. Alles okay mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Ja, sag du's uns! Als du die Tür geöffnet hast, war da dieses seltsame Licht. Und danach weiß ich nichts mehr. Kein Mensch kann Donald sprechen. Wenn ihr Donald sprechen könnt, macht es. Ich kann's nicht. Es tut mir leid. Das hilft doch nicht weiter. Wir müssen uns erinnern. Mein Tagebuch muss schließlich akkurat sein. Hey Donald, wo habe ich die neuen Klamotten? Ja, ich auch, Goofy. Jemand erlaubt sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Die Karten schon wieder? Das kannst nur du selbst wissen. Beherrsche die Karten und bahne dir deinen Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du allein weiter. Allein? Wir dürfen ihn nicht begleiten? Das ist nicht fair. Ja, und unsere Hilfe ist sogar völlig aufgeschmissen. Vielen Dank, Donald. Kommst du wirklich klar? Natürlich. Ich soll allein weitergehen? Gut, ich kann auf mich aufpassen. Tapfere Worte eines Helden. Geh, das restliche Schloss des Entfallens entwartet dich. Wandle auf dem Pfad der ruhenden Erinnerungen und triff jemanden, der dir nahe steht. Okay. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Keine Sorge, Jiminy. Ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schilde führen könnte. So schwer kann es doch auch nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? Ich muss dann nur eine von den Türen da drüben verwenden. Nice. Schlüssel des Anfangs. Oh ja. Dieses Spiel... Ihr müsst bedenken, es ist ein Handheld-Remake. Also nochmal ein Remake für ursprünglich die PS2 gewesen. Das heißt, wir haben alles quasi in Art von Räumen aufgestellt. Und ja, wir können hier ein paar Objekte haben, mit denen wir interagieren können. Das alles sind Räume, wie man da oben sieht. Finde ich übrigens ziemlich hübsch, die Karte. Und ja, wir können eigentlich theoretisch wieder raus, ne? Und wir sehen, wo überall eine Tür ist. Wir können ein bisschen mit dem Zeug interagieren. Guck mal, da ist eine Karte drin. Das war eine Karte Eis. Jetzt natürlich gibt es ein Tutorial dafür. Ach, bitte. Bla 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 bla. Ist okay. Das ganze Spiel basiert halt komplett auf Karten auf. Es gibt halt eben die Kampfkarten, die Freundeskarten, dann haben wir noch andere Karten. Und wir haben auch Karten für die Türen. Wenn ich jetzt zur Tür hingehe, muss ich wahrscheinlich diese Karte, die wir vorhin bekommen haben, Schlüssel des Anfangs verwenden. Diese gelben Karten sind immer dafür da, um Türen zu öffnen, die halt dich in der Story weiterbringen.
Nicht jede Tür oder jeder Raum ist aber einen gleichen Story-Raum. Aber das werden wir alles noch sehen. Und ja, viele Leute mögen das Kartensystem nicht so sehr. Weil es quasi, es ist halt wirklich Echtzeit. Du musst halt, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, die ganze Zeit das richtig spielen. Und ja, wir müssen halt genau achten, was unsere Gegner tun, etc. Und ach, ah, guck mal da. Da ist ein Gegner, nice. Übrigens, die roten Sachen, die wir eingesammelt haben, das sind gewisse Punkte, die auch noch wichtig sind. In dem Spiel gibt es nämlich kein Geld, sondern die roten Punkte. Übrigens, wir können einen Erstangriff starten und jetzt sind wir in einem separaten Kampfbildschirm. Die höchste Karte, die ich habe, ist eine 7? Ja, und normal, wir können relativ normal unsere Kombos ausführen. Die Kristalle sind übrigens unsere Erfahrungspunkte, die wir einsammeln müssen. Ne? Wir können auch zum Beispiel einfach mal eine Kombi machen. Mit Goofy und Donald. Nehmen wir die gleichzeitig ausspielen. Also man kann unglaublich viel Schwachsinn hier machen. Aber alles jetzt so noch kurz in ein paar kleinen Tutorial-Kämpfen zu erklären, ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee. Wir machen das Stück für Stück. Als allererstes meine kleine Frage für die Leute, die meine Kingdom Hearts Projekte verfolgen. Kennt ihr das Schloss vielleicht? Vielleicht. Ich sag ja nur, ne? So, wie ich vorhin angesprochen habe, müssen wir hier eine Raumkarte wählen. Achso, ja. Du lässt mich wirklich... Wow, oh, danke Spiel. Lässt mich eine der selteneren Karten benutzen, und zwar einen Speicherraum. Eine Speicherraumkarte, leider. Wir haben da übrigens eine Zahl und wir müssen gucken, dass die Zahl immer passt und ach... ganz viel mit Karten. Alles ist Karte hier, alles Karte. Immerhin haben wir hier einen Safe Room. Es war natürlich auf dem GBA ein bisschen besonders, weil man sonst so schnell speichern konnte. So. Wir müssen uns Karten sogar kaufen, unser Deck erstellen und alles. Guck mal, da ist auch nochmal eine Karte. Gib her. Was haben wir da? Oh, eine 6. Ist eigentlich für den Anfang nicht schlecht. So, Sets prüfen. Hier haben wir übrigens tatsächlich unser Deck. Können wir komplett bearbeiten mit allem, was dazugehört. Wir haben da sogar oben die KP, was für Kapazität halt steht. Ich kann da tatsächlich die Eiskarte hier stumpf reinpacken. Und eigentlich die Karte kann ich auch reinwerfen. So. Nein, ich wollte die nicht rauswerfen. Oh, ich wollte die ordnen. Genau, ich wollte die ordnen. Nee. Set wechseln? Kann ich die nicht ordnen? Wie hat man die nochmal geordnet? Hallo? Schmeiß die Karte hier rein. Einfach hier reinwerfen. Nice. So. Hier haben wir ordnen. Manöver. Nee. Das will ich doch auch nicht. Ah! Auswählen? Nee. Kombi-Taste? Was ist denn Kombi-Taste? Was ist die Kombi-Taste? What? Lässt du mich mal bitte mein Deck bearbeiten, Spiel? Übersehe ich irgendwas? Ordnen, Manöver, so... Ach, mit Dreieck sortieren. Genau, ich wusste, du kannst sie irgendwie nehmen. Kann ich die hier neben die 6 packen, da rutscht alles nach. Ist also gut so. So, das packen wir hier hin. Dich packe ich dahin, weil du bist ein Heilzauber. Und ja, wir haben einige Sachen direkt zu Anfang. Wie man sieht, Angriffskarten haben wir. Das ist halt Magie. Übrigens sehr nützlich in dem Spiel. Das ist eine Itemkarte, die Angriffskarten schnell nachstockt, aber die verschwindet leider für den Rest des Kampfes. Und das ist halt Vita zum Heilen. Sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Oh. Und ja, leider, das Problem ist, es gibt hier am Anfang viel zu erklären. Aber das war's dann leider auch. Das Spiel erweitert sich nicht unbedingt sehr, was jetzt das Gameplay noch angeht. Sondern man kann sich einfach immer nur weiter reinarbeiten. Und ja, aber wir werden das Stück für Stück sehen. Ganz in Ruhe, immer mit der Zeit, ne? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Bestimmt können wir einmal noch los rein. Ja, passt schon. Rein hier. Achso, wir können sofort noch gegen Herzlose kämpfen, das ist nett. Das ist jetzt zum Beispiel ein Raum, ne? Mit der Eigenschaft, es kommen schwache Herzlose.
Und ja, man kann damit sich die ganzen Räume quasi selbst so gestalten und, ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber so ungefähr. Und da kommen hier überall ein paar, Trupps. Man greift ja mal an. Kampf. Das ist das Spiel. So. Am Anfang können wir leider nicht viel machen, außer eine Standard-Kombo draufkloppen. Aber das ändert sich noch. Wie man sieht, wir wurden gerade abgebremst, wie jetzt schon wieder, weil der Gegner eine höhere, Zahl auf der Karte hatte als wir. Das heißt, das ist übrigens eine Sache, auf die man permanent achten muss, weil man sonst die ganze Zeit keine Möglichkeit anzugreifen. Wie jetzt zum Beispiel. Auch so eine Aktion, wenn die so lange dauert, dann ist es ein Problem. Zum Beispiel jetzt haben wir aber eine Null. Null sticht alles, aber kann von alles gestochen werden. Merkt ihr das Problem? Merkt ihr das Problem? Das Kampfsystem ist nicht unbedingt kompliziert, aber es gibt viel zu erklären. Es gibt unglaublich viel zu erklären. Deswegen, wir werden da, ich werde da Stück für Stück immer ein bisschen drauf gehen. Ey, komm her. Ach so, ich drücke immer die normalen Schultertasten, weil ich das gewohnt bin zum Anvisieren. Hab ich jetzt gerade voll verpeilt. So, wir haben ein Level-Up und können uns jetzt eins von drei Sachen aussuchen. So funktionieren übrigens die Level-Ups hier in dem Spiel. Angriff basiert rein auf unseren Karten. KP ist halt, ne, Kapazität. LP ist klar. Und Spezialmanöver sind unsere Kombos. Sturmlauf wollen wir haben. Wollen wir haben. Ist gut. So, hier wird das auch erklärt. Schlittere auf entfernte Gegner zu und gib ihnen aus nächster Nähe Saures. Mein Gott, ich kann nicht lesen. Drei Angriffskarten des gleichen Typs, Gesamtwert 10 bis 15. Wichtig, wichtig. Gleicher Typ, wie man da unten sieht, ne? Gleiche Schlüsselschwert muss das sein. Und es muss mindestens 10 bis 15 als Wert ergeben, sonst gibt es das Kommando nicht. Bei solchen Kombos muss man aber wissen, dass wann immer man sie einsetzt, die erste Karte aus dem Set verschwindet. Was man jetzt, übrigens hier ist die Karte, können jetzt hier weitergehen, da lang, überall. Hier diese Räume sind besondere Räume und hier würde die Story weitergehen und wir haben wirklich freie Wahl, was wir machen wollen. Wir könnten wirklich einfach hier weitergehen und sagen, okay, da lang, nee, wir können hier lang. Und wir müssen aber halt die Story in der richtigen Reihenfolge halt immer abschließen. Das ist wichtig. So, aber ich wollte jetzt eigentlich auf die Karten. Wenn wir jetzt unser Deck anschauen, wenn wir jetzt gucken, ne, wir haben jetzt, wenn wir stumpf in einer Reihe machen, ne, 7-6-6 geht schon mal nicht, ne, sind wir ja über 15. 6-6-5 ist auch schon zu viel. Das heißt, wir können erst ab der dritten Karte einfach mal alles draufklatschen, weil es passen würde, weil wir dann genau 15 wären. Dann wäre aber die 6 weg. Das heißt, was man machen kann ist, und das würde ich empfehlen, je mehr Kommandos wir, also Manöver wir haben, je eher sollte man sich die Karten demnach sortieren. Ich weiß, das ist Informationsüberfluss bis zum geht nicht mehr. Ihr kommt noch mit, ihr kommt noch mit. Spielen wir einfach ganz normal. Ihr werdet das alles schon verstehen. So, die Räume haben nicht unendlich viele Herzlose, sondern die sind irgendwann geklärt. So, jetzt ab hier, ne? Habe ich die, ne? 15 habe ich als Wert. Das heißt, da sieht man auch Kommando Sturmlauf. Und, ups. Und wenn ich jetzt Sommerdreieck drücke, habe ich den Angriff ausgeführt. Die 6 kommt übrigens nur mit der Itemkarte wieder. Nicht mit diesem Aufladen hier. Damit würde die zweite 6, das kann ich euch mal zeigen, die würde übrigens nicht wiederkommen. Warum ich euch das erkläre, ist ganz einfach, weil gleich ein arschlangweiliges Tutorial nochmal wie vorher kommt. Und ich mir dann die Freiheit nehmen werde, das ein bisschen zu skippen. Übrigens, ich habe Vita deswegen dahin gepackt, damit man easy rüber switchen kann und sich heilen kann. Wenn ihr aber so auch mal Kombos machen wollt, könnt ihr auch zum Beispiel eine Freundeskarte nehmen. Dann habt ihr den Goofy-Schmetterschlag, ist auch ein Kommando. Wo man einfach zusammenarbeiten kann mit seinen Freunden. Und nur die Goofy-Karte ist weg, aber keiner deiner Karten. So, unsere Karten sind extrem low. Das ist überhaupt nicht cool. Okay, mit einer 0 kann ich arbeiten. So, fuck, ja, aber sofort gestochen. Ich wollte nicht defreezen, aber passt schon. Ah, ich habe nur Angriffskarten aufgestockt. Ich brauche Vita. Am Anfang ist man super, super schwach. Das heißt, es kann ein bisschen in einem Grind ausarten. So, übrigens die 6, ne, wie ihr seht, komplett verschwunden. Ich habe gerade das Gefühl, dass auf Profi dein Deck einfach schlechter ist. Kann das sein? Ich meine, was soll das denn mit vielen? Da kann ich doch nicht arbeiten.
Und ja, es kann einfach sein, dass man einen Haufen Karten von sich stechen lässt. Ach, Kacke. Einen Haufen Karten von sich stechen lässt. Nur, damit man mal eben ein bisschen durchswitchen kann. Na, komm schon. So, gut. Aber ihr seht, wo der Fokus hier liegt. Leben ist hier eine Sache, die wird Mangelware. Leben wird Mangelware, auf jeden Fall. Während ganz viel auf KP gehen, auch wenn ich das jetzt noch nicht brauche, gehe ich jetzt schon mal auf KP, weil ich werde mein Deck ausbauen mit stärkeren Karten. Stärkere Karten kosten natürlich mehr Kapazität. Kann man sich denken. Ja. Okay, das hätte ich auf den Gegner werfen können. Habe ich nicht gemacht, weil... Ah, whatever. So. Ah, nix drin. Ah, komm schon. Ja, deswegen meinte ich ja, wir haben eigentlich viel Zeit zu reden. Wir haben viel, viel Zeit zu reden, wenn ich hier kämpfen muss. Vielleicht werde ich auch so ein bisschen Grindzeugs streamen. Wahrscheinlich, weil es angenehmer ist. Kein Donut-Kommando. Aber egal, man kommt mit seinem Kommando durch. So, mit den Angriffen würde man auch durchkommen. Man muss übrigens, ich kann auch das hier machen. Habe ich eine 7, ne? So, eine 7 stechen die mir nicht. Und ich habe eine Combo, die automatisch ausgeführt wird. Ist halt nur die Sache, du verlierst halt, wie gesagt, die erste Karte. Ach, komm schon. Freeze. Aber ja, Chain of Memories kann ziemlich Spaß machen. Wenn man sich halt wirklich in dieses Kampfsystem einarbeiten möchte. Wenn man jetzt sowas wie Kingdom Hearts 1 oder 2 erwartet, nee, das kriegt man hier leider gar nicht. Gar nicht. Und ja, dieses Spiel kann man sich entsprechenderweise recht kurz oder recht lang machen. So, wie man sich denken kann, wenn ich jetzt jeden einzelnen Gegner immer und immer wieder bekämpfe, man kann sich das Spiel damit sehr lang machen. Wie man sieht, man kann sich unglaublich lang in einem scheiß Raum aufhalten. Übrigens, die Goofy-Karten behalten wir mal drin. Vielleicht droppen wir ja noch eine. Dann haben wir schon Goofy-Trommel Stufe 3. Aber ja. Ich gehe auch gleich in den Story-Raum weiter. Also keine Angst. Ah, guck mal da. Zwar kein hoher Wert, ist nur eine 9, aber das reicht hier für den Anfang. Die Karten reichen übrigens von 0 bis 9. Das heißt, eine 9 ist jetzt unbedingt nicht was Hohes. Man möchte schon höhere Karten irgendwann. Also, man möchte, dass seine Kombos auf jeden Fall über 9 gehen. Und man braucht halt irgendwann 9er Karten. Wir werden auch mehrere 9er Karten wahrscheinlich irgendwann im Deck haben. Weil man damit dann ziemlich gute Kombos macht ab gewissen Werten. Ich glaube, irgendwie 25 bis 27 brauchen wir einen Kartenwert für die kurze Kombo. Und einer der kurzen Kombos, es gibt so viele. Es gibt richtig, richtig viele. Ja. Hier ist der Storyraum. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wollen wir für die Pilotfolge da noch rein? Nee, ich würde sagen, für die Pilotfolge machen wir hier einen Cut. Und wir gehen dann die Story in dem nächsten Raum an. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr verwirrt seid, noch nicht storytechnisch, gameplay-technisch, es wird sich mit der Zeit erklären. Es wird sich wirklich mit der Zeit erklären. Es wird komplizierter, als es aussieht. Es ist relativ simpel. Einfach höhere Karte gewinnt, außer eine 0. Aber eine 0 darfst du nicht zuvor spielen. Im Prinzip ist es immer das System. Karten haben verschiedene Effekte, bla bla bla. Du hast unten immer die Karten, du musst drauf achten. Das ist alles in dem Action-System. Ziemlich cool. Ja, wir freut euch drauf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.